Wir melden uns hier aus dem großen Saal des Parkhotel Borgen, zusammengebaut 2017. Meine Stimme ist kurz davor zu versagen. Wir wollten aber noch euch zeigen, das große Gemeinschaftslayout. 7 Leute haben hier mitgewerkelt. Die Schienen stammen von Andreas, die Modular Buildings, viele davon von Timo. Michael, der gerade filmt, hat die Helikopter mitgebracht. Sven, 2 der großartigen Hochhäuser und viele Autos. Gabor, die Züge und meine Wenigkeit, die Fußgängerzone, vorne die Harburgarkaden und 4 Hochhäuser sowie den Rummelplatz. Können wir vielleicht noch mal kurz drauf schauen, habe ich ja schon einige Male gezeigt. Mein Autoscooter und mein Layout Super Brick Kart in Anlehnung an Super Mario Kart. Übrigens so ein bisschen nachempfunden dem ersten Mario Kart, Super Mario Kart auf dem Super Nintendo. Und darüber hinaus eben die Karts nachempfunden Mario Kart 8 und Mario Kart 8 Deluxe für die Switch jetzt und die Wii U. Das ein Bus von Sven, den er hier dankenswerterweise geparkt hat und auch 2 Taxis, wie auch immer, New York Style vom lieben Sven. Dann sitzt da übrigens der Michael, der gerade filmt. Hast du dich gesehen, Michael? Ja. Wunderbar. Da ist er. Dann haben wir hier entsprechend natürlich noch ein wenig Wagen. Das ist quasi ein Straßenrummel. Hier die Oconio City. Der Motor ist heiß gelaufen, der 9-Volt-Motor. Die kreist momentan nicht. Dann haben wir hier noch die Harburgarkaden. Besten Gruß nach Hamburg. Tolle Ausstellung im letzten Jahr. Jetzt mitgebracht nach Borgen. Wir haben die Modular Buildings, die Timo mitgebracht hat. Da hinten noch mal ein kleines Fachwerkhäuschen. Und die Stadt ist natürlich soweit bekannt. Zum letzten Mal in der Art hier ausgestellt. Die wird umgebaut. Ergänzt noch so ein kleines Strandhafenbecken. Hier darf natürlich nicht geparkt werden. Es wird gerade abgeschleppt. Man möchte natürlich dann nach dem Feierabend schnell irgendwo parken. Und das ist da nicht erlaubt. Wir haben hier so ein bisschen was hingetan, was mit Wasser zu tun hat. Und dann kommt da noch Timos Windrad an der Seite. Davor noch mein kleiner Strandkorb, den ich gebastelt habe. Und so quasi ein schöner Abschluss, der an die Fußgängerzone angrenzt. Micha, hast du eine Frage an mich? Nein. Ja, das ist auch mal eine Ansage. Genau, da dreht sich halt noch das Windrad. Und dann noch so ein bisschen Klimbim. Also dass wir wollten, dass es so ein schönes Gemeinschaftslayout ist. Da gehen wir mal rüber, versuchen uns so ein bisschen hier durchzuschlängeln, haben dann entsprechend den inneren Loop der Straßenbahn und den äußeren Loop vom ICE, der leider gerade nicht kreist, weil Gabe auch nicht am Platz ist, aber den kennt ihr schon, den Zug. Der war im letzten Jahr eben auch schon da. Hier so ein bisschen Lärmschutz, dass es so ein bisschen wirklich stimmig wirkt. Wir haben hier den Durchbruch mit der Stadt und Michael hat sein Act One mitgebracht und hier quasi gerade ein Einsatz der Ghostbusters. Und einer wird auch gerade schon hier festgehalten vom großen Ant-Man. Daneben, übrigens eben vergessen, Entschuldigung, auch Jan beteiligt sich an der Anlage mit einem Mod, My Own Definition. Und zwar hat er hier die schöne Feuerwehr, das dritte Modular Buildings, umgebaut und erweitert. Das sind quasi 3 Sets vereint. Das ergibt durchaus einen Sinn, damit mehr Feuerwehreinsatzfahrzeuge dort Platz nehmen können. Da vorne hat schon die ersten Fahrzeuge vom lieben Sven, der eben hier alles blinken lässt und einfach ein so gutes Händchen hat, das zu inszenieren, fantastisch. Davor dann auch noch geparkt der Siemens Taurus von Gabor, von dem stammen beide Züge, die parken gerade beide. Ich glaube, Gabor macht gerade Mittagspause, das hätte man natürlich noch gerne selbst gefragt. Hier dann eben mein Stück der Fifth Avenue. Ich habe noch einen kleinen Park ergänzt links, daneben das JT Building, daneben das Sand Green Building, dann kommt der Chocolate Tower und das schon bekannte Oconio Building. Und der Gag beim Chocolate Tower ist noch, dass sich oben die Schokolade dreht. Und nur aufgrund der Schokolade habe ich mich auch dazu entschlossen, dieses Hochhaus zu bauen. Das sind Minecraft-Köpfe und dachte, wenn es noch dreht, ist noch ein wunderbarer Gag. Dann hat Sven wunderbare Weise ergänzt diesen kleinen Park mit dem großen Weihnachtsbaum, alles schön beleuchtet. Davor dann eben die weiteren Einsatzfahrzeuge, die er hier noch mitgebracht hat. Alles blinkt, also fantastische Fahrzeuge, alle New York und Chicago nachempfunden. Dann eben dann noch seine Feuerwehr, also es gibt ja 2 große Stationen. Und es ist auch gerade ein Einsatz, denn ganz oben in diesem schwarzen Gebäude, das einem
wahrhaftigen Bauwerk in Manhattan nachempfunden wurde, brennt es gerade, aber die Feuerwehr ist schon zur Stelle und ich kann das verraten, ein großes Unglück kann hier noch verhindert werden. Daneben dann das Empire Diner und der steht so tatsächlich noch in Manhattan, denn gleich nach der Wiedereröffnung leider das Empire State Building, dieses hier, verschwunden ist. Das wurde leider abgetragen. Aber diesen Diner gibt es tatsächlich und Sven hat den wirklich perfekt nachgebaut. Auch sehr schön die Herbstbäume, die er ergänzt hat. Also ein wunderbares Szenario, eine lange Meile, eine lange Straße. Das wollen wir auch noch weiter fortsetzen für die Zusammengebaut 2018. Und dann eben noch zum Abschluss die Helikopter von Michael, die er hier schön in Szene gesetzt hat. Ein kleiner Flugplatz, und zwar unser VIP-Flugplatz. Da dann auch die Limousine. Das sind Kaufsets, aber so ein bisschen arrangiert, dass das Ganze stimmig wirkt. Und so haben wir halt ein Gemeinschaftslayout dieses Jahr erschaffen, das uns viel Freude bereitet hat, das Ganze aufzubauen. Und soweit unser Rundgang mit einem Blick nochmal auf die großen Tower, die Okolo City dieses Jahr. Nächstes Jahr geht's weiter. Lieben Gruß von der Zusammengebaut 2017 im Namen aller, die hier mitgewirkt haben an diesem tollen Layout. Tschüss.